Hallo Leute, willkommen zurück. Wir machen diesen Run, den wir im letzten Part angefangen haben. Porten uns nochmal in den Itemraum, bekommen, wow, Sticky Bombshots. Was ziemlich gut funktioniert mit Lasern, muss ich ja sagen. Brauchen halt Damage. Das ist das, was wir brauchen mit Lasern. Wir haben halt kein Damage. Das ist das Ding. Bisschen problematisch, aber okay. Wir haben auch keine Bomben oder so, um das zu öffnen. Oder an die Bomben ranzukommen. Können auch nicht fliegen, okay. Aber wir haben an sich ganz gute Sachen, ne? Ganz gute Stats. Ganz gute Stats. Wir haben eben Range-Up gefunden, okay. Wir hatten Range-Up gefunden. Wow, das ist super nötig. Ja, fast. Eigentlich gar nicht, aber pst, sag's keinem. Tipp ihn. Nice. Aber das nehme ich nicht mit. Ich bleibe beim Teleporter. Mit dem kann man wirklich bestimmt witzige Sachen machen. Ich auch zacki zacki Räume und so rausporten. Das geht alles. Wir haben den Itemraum gefunden. Nice. Zweimal in den Itemraum geportet. Das ist ziemlich cool. Was? Ach komm, als ob ich da stand. Was? Spaß, Spaß, Spaß. Lust auf dieses Spiel ist nicht mehr vorhanden. Schon seit einigen Parts nicht mehr. Ach man, ey. Schon seit einigen Parts habe ich echt null Bock mehr, eigentlich dieses Spiel zu spielen. Und dann kommt man Run, wo der eigentlich echt geil ist. Wenn man eine gute Kombi kriegt oder so und man hat trotzdem keinen Bock mehr. Weil dann doch wieder irgendeine Scheiße passiert. Und das ist ein bisschen problematisch. Ach Mensch. Ach Mensch. Ich hoffe, das legt sich mit der Zeit, dass ich irgendwann wieder mehr Bock habe. Aber momentan ist halt eigentlich ist die Lust von Isaac echt draußen, so, weiß ich nicht. Dadurch, dass wir halt hauptsächlich beschissene Runs kriegen und so. Und da geht die Lust beim Spielen auch. Also ist die Lust, Isaac zu spielen, auch ziemlich niedrig und dann gibt man sich eh nicht so viel Mühe, gut zu spielen oder so und dann, ja, verkackt man noch mehr und das, ach, es ist doof. Es ist doof. Aber wir haben einen coolen Laser Run. Bisschen Speed und Shot Speed up. Kein Devil den bekommen, weil ich getroffen wurde. Wir können den Teleporter einsetzen. Zack. Okay, da unten ist der. Okay. Wow, was? Und hier ist nicht der Boss? Ist das gemein? Ich hätte jetzt erwartet, dass hier der Boss ist. Haben wir nichts erlebende? Nein, gar nichts. Okay, kein Fluch. One makes it smaller. Das ist eine nette Pille. Ich mag die Pille. Wie viel Leben hast du denn? Digga! Mehr Leben als Larry. Als ein Boss. Will ich dazu sagen. Als ein Boss. Okay, komm. Nice. Und... Aua. Wie soll man denn dagegen ausweichen, wenn man kein Speed hat? Das ist so unfair. Laser Mom Snipe? Das ist... nett. Okay, wenn ich diesen Run jetzt nicht packe, Alter, dann... Nee. Dann höre ich auf mit Isaac. Dann kriegen wir ein neues Let's Play-Projekt. Zack, zack. Okay. Und zack, nice. Gehen in den Shop rein. Ja, komm, warum nicht? Und gönnen uns nichts. Okay. Erlebt noch was. Range up, wow. Wir sind Yes Mother, okay. Ich spiele einmal an ihm. Nehmen das mit. Nimm das mit, komm, warum nicht? Und wir gehen in die nächste Ebene. Das ist ein Speedrun gerade, ne? Ohne Witz. Und einsetzen. Okay, das war knapp. Hi. Und bye. Das nehme ich mit. Immer wenn wir unser Space-Item, wenn unser Space-Item nicht aufgeladen ist, dann haben wir einen kleinen Stat-Boost.
Okay. Und dich auch noch. Und da sind noch mehr, Alter. Wow. Mein Ernst, danke. Danke. Ach, der Lob. Och, Mann, komm schon. Danke. Endlich. Okay, und GP hin. In den Shop. Okay, wir haben hier aber Items, die uns nichts bringen. Denn wir haben Curse of the Blind. Dein Ernst. Okay, unser Stat Boost ist wieder gesunken. Oder weg. Weil das Base Item eine Aufladung hat. Ach komm. Manchmal spielt das Item mit und manchmal ist es eher meh. Okay, aber wir sind hier beim Itemraum. Das ist schon mal schön. Okay. Was haben wir hier? Little Brimstone. Das ist nett. Also Damage haben wir eigentlich schon, ne? Eine schöne Damage-Quelle. Mom's Knife, Laser, Brimstone. Ist schon cool. Wir sind beim Boss. Schön. Dahin wollte ich. Okay. Und wir haben wieder ein Devil Deal und ein bisschen Tears Up und Leben. Und Krampus. Oh Gott. Und was ist das? Head of Krampus. Nehme ich den mit? Ne, ich bleib, glaube ich, bei unserem Teleporter. Ja. Ich bleib bei unserem Teleporter. Was war das Trinket da eben? Scheiße, das habe ich gar nicht gesehen. Cheater. So, was haben wir hier? Wir haben Curse of the Lost. Okay, ich setze das Space-Item also nicht ein. Wir sind nach links gegangen. Merken. Okay, immer komplett nach links gehen. Okay. Oh Gott, okay. Da war ein Totenkopf im Weg. Gott, bist du riesig. Okay, den haben wir. Jetzt gehen wir nach oben. Nach links und dann nach oben gegangen. Okay. Merken wir uns. Und weiter nach links. Ich glaube, hier gehen wir gerade zum Boss. Zwei Schlüssel, schön. Okay. Komm, nice. Hallo, Greed. Bitte lass auf der nächsten Ebene kein Ultra-Greed auftauchen. Wir sind nicht beim Boss. What? Okay. Habe ich jetzt irgendwie erwartet, dass hier der... Komm, die rote Spur. Echt jetzt? War eine rote Spur. Dein Ernst? Ich glaube, dann geht's hier oben zum Boss. Würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Ich weiß auch nicht, warum. Da ist ein blauer Stein. Okay. Habe ich gesehen. Und zwei blaue Herzchen. Cool. Okay, hier ging es auch nicht zum Boss. Wow. Das wundert mich gerade ein bisschen. Ist hier unten echt kein Weg mehr? Nee. Da unten geht's nirgends lang. Aber hier geht's noch irgendwo. Okay, in eine Sackgasse. Hier vielleicht zum Itemraum. Okay, in einen Riesenraum rein. Okay. Und hier ist sonst nichts mehr, wie es aussieht. Alter. Doch hier, ein Kampfraum. Hier, wir machen das. Zack. Porten uns raus. Sind im Zacki-Zacki-Raum. Dein Ernst? Okay. Wo wir jetzt sind, das habe ich... Aber keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich glaube, hier unten geht's zum Boss. Ich glaube, wir sind irgendwo rechts. Halt. Ja, muss ja sein. Blauer Stein. Und Bombs-Aki. Das ist nicht gut. Das ist eindeutig nicht gut. Irgendwo hier der Itemraum? Hier ist ein großer Raum, ja gut. Wir brauchen aber Bomben. One makes you small, okay. Hier. Bad Gas, das ist nett. Und hier, okay, ich glaube, wir kommen gerade irgendwie wieder zum Anfang. Jetzt gehen wir gerade zum Anfang. Ja. Hier rechts ist nichts mehr. Okay. Das heißt, es geht auch nur noch unten der Weg lang. Okay. Kommen wir in den Itemraum? Nein, aber wir sind... Ach nee. Ah. Mann.
Ja, gut. Hier ist der Itemraum. Okay, aber wir brauchen noch... Oh Gott. Wir brauchen Schlüssel, komm. Nein. Ein Schlüssel. Hier ist der große Raum, genau. Hier gehen wir dann jetzt zum Boss, okay. Scheiße, wir bekommen aber auch nirgends einen Schlüssel her, ne? Itemraum? Nein, kein Itemraum. Itemraum? Auch kein Itemraum. Alter. Komm schon. Okay. Gut, Leute, den Itemraum hier kriegen wir nicht. Geil. Das ist nett. Aber wir haben guten Damage. Evil Range und Short Speed Up. Ist okay. Ist okay. Range, Rimmer und Knife, ganz gut. Curse of the Unknown. Haben wir ein rotes Herzchen? Ich glaube schon, ne? Deed. Oh, das ist nett, aber ich habe keinen Schlüssel. Toll! Gibt der mir einen Schlüssel? Nein, Geld. Toll. Okay. Geld ist doch auch schon fast schön. Okay, einsetzen. Dein Ernst. Einsetzen. Okay, wir sind schon mal weiter nach unten geportet worden. Okay, nett. Sind wir... Okay, wir sind Necropolis 2. Das heißt, wir könnten sogar den Boss machen. Zum Boss Rush gehen. Ich weiß gar nicht. Müssen wir mit ihnen den Boss Rush noch machen? Ich habe keine Ahnung. Nein, müssen wir nicht. Das heißt, wir könnten einfach nur... den Boss Rush uns ein Item snacken und uns danach rausporten. Wenn wir den Boss zuerst finden. Dann noch die Ebene komplett abklären, abklappern. Ja, ich glaube, das machen wir so. Raus. Itemraum, nice. Kommt noch eine Hand? Ja, es kommt noch eine Hand, okay. Aber noch eine nicht, okay. Nice. Wir haben einen Schlüssel. Bomben. Ja gut, komm. Kann ich mitleben? Kann ich mitleben? Wow. Geld. Oh, ich will in diesen Shop heute. Ich will jetzt in diesen Shop. Auf dieser Ebene unbedingt. Black Candle. Das ist schön. Wir haben ein rotes Herzchen, oder? Ja, okay. Wenden wir nochmal ein bisschen was. Ich glaube, ja, komm, bis 5 Münzen gehen wir runter. Okay, und zack. Wir müssen uns nicht mal so sehr beeilen, Alter. What? Wow. Wir sind echt schnell durch die Ebene gespeedet. Das ist krass. Okay, komm. Machen wir dich easy weg, Mom. Besiegt. GG. 9 Leben. Das nehme ich mit. Dann kriegen wir wieder ein rotes Herzchen. Und das nehme ich dann auch noch mit. Schön. Dann haben wir hier Bomben. Luck. Komisches Item. Und das... Oh. Ich mach's. Ich hab's gemacht. Falls wir Hasch machen wollen und einfach zu wenig Leben haben oder so, können wir einfach rumstehen. Einfach rumstehen. Das war geplant. Und wir können uns jetzt nochmal rote Herzchen holen, fällt mir gerade auf. Weißt du... What? Blaue Herzchen. Oh Gott. Komm, 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 komm. Dein Ernst. Zack. Okay. Und wir haben alles, ne? Alles Wichtige, ja. Wow, hab ich mich weit geportet. Wow. Ich bin ja begeistert. Aber nichts in dem Raum, stimmt. Hier ist so ein nerviger Gegner. Wir haben 2 Guppy-Items, ne? Ne, 1. 1, 2? 1. Stimmt, Guppys Power war im letzten Run. Im letzten Run. Okay.
Jo. Jo. Wir haben 9 Leben. Es gibt uns Damage ab. Damage ist wichtig. Und wir bekommen blaue Herzchen. Nice. Ich glaube, hier geht's zum Boss. Ich hab's irgendwie im Urin. Ich weiß auch nicht warum. Aua. Geld. Geil. Okay. Irgendwer hört hier bei mir zu Hause gerade ganz schön laut Musik. Ich glaube, meine Mom. Das war unfair. Okay. Okay. Ich brauche blaue Herzchen. Blaue Herzchen wäre eine schnieke Sache. Muss ich ja sagen. Oh Gott, oh Gott. Okay. Ich hab ihr Item. Einsetzen. Aber blaue Herzchen bekommen. Blaue Fliegen bekommen. Und hier ist der Boss. Okay. Noch haben wir eine Devil Deal Chance. Ah, ne. Ja, den hatten wir ja schon, den Devil Deal, ne? Stimmt. Stimmt. Okay. Hey. Ich war zu nah dran. Echt jetzt? Wow. Boing brauchen wir nicht. Ich nehme lieber die roten Kisten mit. Ist um einiges besser. Ist um einiges besser. Hallo, Opferungsraum. Nett, dass du da bist. Zack. 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 Zagaga. Okay, ich will noch nicht die Mar machen. Okay. Super. Eigentlich will ich noch ein paar blaue Herzchen haben. Blaue. Keine roten. Okay, ich bock mich wieder raus. Das mache ich, nachdem ich mein Item aufgeladen habe. Zack. 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 Hier, blaues Herz, blauer Stein irgendwo, blauer Stein, nein. Und ich besiege mich so, genau. Alter, wir haben auch eine Range mit Mom's Knife, ne? Eine echt gute Range. Ach, lol. Ach, lol, okay. Komm da nicht rein. Okay, jetzt habe ich ein blaues Herz hier, jetzt kann ich Mom's Herz machen. Und... Oh Gott. Hier, I'm excited, bad gas, okay. Gut, ich hoffe, wir kriegen Devil Deal, um blaue Herzchen rote Herzchen loszuwerden und in den Kampfraum noch eingehen zu können. Oh Gott! Okay. Okay, wir haben sie. Oh nein, ich habe mein blaues Herzchen noch verloren, dein Ernst. Wisst ihr was? Dann machen wir das so. Wir machen jetzt einmal so. Wie viele rote Herzen haben wir hier? Hier noch, okay. Ich bin jetzt noch ein bisschen hier an dem Dings. So, während ich das halt machen kann, soweit ich spielen kann. Dann haben wir jetzt keine blauen, roten Herzen mehr. Aber wir können jetzt halt in den Kampfraum reingehen. Und uns ein bisschen was holen. Vielleicht. Ja, nichts Gutes, wie es aussieht. Feels like I'm walking on sunshine. Was macht das Item? Was macht die Pille, meine ich? Ja, wir clean hier noch ein bisschen die Ebene. Vielleicht für ein paar rote Herzchen, damit wir vielleicht noch den Devil Deal bekommen können. Durch das Ding. Wir haben ja Zeit. Wir wollen ja Hasch machen, aber wir haben ja Zeit. Wir haben ja echt Zeit. Okay. Mann, das Item brauche ich nicht. Okay, wir sind beim Boss. Geheimraum. Super Geheimraum und so können wir finden. Hier nicht. Okay, da kann er auch nicht sein. Hier hinten könnte er sein. Hier ist der super Geheimraum. Schön. Und hier. One makes it small. Keeps like a walk in. Ah, ich krieg den Effekt dadurch. Okay, Tears up.
Nice. Und Bombs are key. Wow. Bombs are key. Kein Geheimraum, okay. Geheimraum, okay, nice. Hallo. 25 Münzen dazu bekommen, okay. Gut, wir können nicht mehr weiter dran spielen. Aber... gut, dann gehen wir zu Hush. Vielleicht ein bisschen dumm, aber okay. Wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon. Wir haben auch 7 Schlüssel, um alles zu... ach nee, wir haben ja rote Kisten, stimmt. Mit blauen Herzchen. Geil. Geil. Hier spreng ich mal ein bisschen. Ich nehme die Maske mit. Eindeutig. Besseres Item. Jetzt spare ich mir eine Bombe auf, weil es da drüben blauer Stein ist. Golden is more options. Wow, das brauche ich jetzt nicht. Ich nehme das mit. Ich nehme das mit. Was ist das? World, ich nehme das mit. Ich spreng den. Nein, warum spreng ich den? Nehme ich halt noch eine Bombe mit. Und spende unser Rest an Geld. Ach ja. Naja. Ehrlich, ne? Lalala. Dim. Können wir jetzt auch mal langsam was freischalten? Bei 400 Münzen wahrscheinlich, ne? Komm. Na? Red Candle. Wow. Komm, 402 Münzen. Yeah. Aua. Voll gegen das Mikrofon gehauen. Und das ist eine Pepper, okay. Wir springen jetzt einfach random hier. Nehme ich mit. Flaming Tears. Könnte was werden. Könnte was werden. Ach stimmt, der schießt hier automatisch randommäßig. Stimmt. Wir brauchen dafür nicht mehr Tränen haben. Aua. Okay, ich krieg eindeutig zu viel Schaden. Der hat aber auch einen Shotspeed, Alter. Okay, den haben wir. Ja, haben wir. Okay. Mit Mom's Knife geht Hush eigentlich relativ nice, weil Hush halt diese riesen Hitbox hat. Mom's Knife trifft ja immer, wenn es berührt, dann zieht es ja Schaden ab. Das macht es ja, wenn es die ganze Zeit in Hush drin steckt. Und wir sind so klein, wir können uns halt durch die ganzen Tränen durchmogeln, das ist ziemlich cool. Und falls es knapp wird, haben wir noch unser Blatt, was uns halt, aua, nach ein paar Sekunden stillstehen, Schutz gibt. Diese Haschfliegen, ne? Wir sind zu schwach für diese Haschfliegen, Alter. Wow. Ich dachte, die gehen zur Seite raus, okay. Langsam wird's knapp. Langsam wird's knapp. Okay, jetzt kommt dieser Angriff. Hier sind wir safe. Okay. Sind wir hier immer noch safe? Wie es aussieht schon. Okay. Aber wir kriegen Hush hin. Wir dürfen Hush packen. Hier gehen wir hin. Easy. Ja, komm. Und wir können nicht mehr getroffen werden. Danke. Oh nee. Fliegen. Oh lol. Bin hier safe. Okay. Komm, danke. Hier ist ganz schön langsam, ne? Okay. Okay, wir haben ihn. Oh Gott, ey. Eden's Blessing. Freigeschalten. Schön, und wir gehen Isaac machen. War gar nicht knapp oder so. So, ich mach das. Ich hab keine Bombe. World haben wir eingesetzt. Wow. Bloß nicht zu weit porten. Das könnte ja ein Vorteil sein. Oh Gott. Oh Gott.
Okay, und wir sind bei Isaac gleich. Aua. Ich bräuchte aber noch ein bisschen Leben. Um ehrlich zu sein. Haben wir da... Wir haben da einen Zacki-Zacki-Raum. Das Sun, okay. Das ist schon mal ein nettes Item. Weil wir dadurch volle Leben haben. Und ich glaube, wir machen jetzt mit 2 Leben Isaac. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Okay, wir haben ihn schon mal bei dieser Form. Was ziemlich gut ist. Weil jetzt ist er eigentlich easy. Okay. Und wir haben ihn. Oh! Komm. Oh, das ist verbuggt manchmal, dass man da nicht reingehen kann. Ja Leute, das ist die neue Ebene, The Void. Und wir haben Blank Card freigeschaltet. Oh, endlich. Also hatten wir sie nicht freigeschaltet, okay. Ja. Das ist The Void mit einem neuen Gegner. Wir haben jetzt noch manchmal Räume. Also wir haben noch ein paar Bosse jetzt hier, wo wir Items bekommen können. Und halt die ganze Ebene ist aus allen Ebenen zusammengemixt, sag ich mal. Und danach kommt ein Gegner, der anstrengend sein könnte. Und wir sind Guppy. Nice. Das ist sehr gut. Wir haben keinen Job, keine Itemräume, nichts. Aber halt, ja. Ein Boss, einen neuen, namens Delirium. Und der ist anstrengend. Ihr werdet sehen, was ich meine. Aber man kann hier herausfinden, in welchem Raum Delirium spawnt oder ist. Aua. Das ist ein gemeiner Raum. Sehr gemeiner Raum, Alter. Oh Gott. Ja. Wir können durch einen Trick herausfinden. Hier zum Beispiel könnte Delirium sein. Delirium ist immer in einem großen Raum, in einem viereckigen Raum. Und wie ihr seht, könnte der Raum hier nach unten noch weitergehen. Nach oben nicht, weil da würde er ja hier angrenzen, dann müsste hier eine Tür sein. Aber nach unten könnte er noch weitergehen, das heißt, da könnte Delirium sein. Das heißt, ich werde da nicht reingehen. Hier könnte er auch sein. Aber ich denke, dass das hier oben das Ende der Map ist. Wir versuchen es einfach mal. Okay, es ist Conquest. Wir haben ihn besiegt. Bekommen Homing Bombs. Wow. Wir bräuchten halt jetzt ein paar Leben, ne? So ein bisschen. Wäre auf jeden Fall nett. Wäre sehr, sehr nett. Okay, hier, I'm excited pillen, okay. Hankman, ja gut, Hankman brauchen wir auch nicht mehr. Wir können ja jetzt fliegen. Komm schon, gib mir irgendwie irgendwas Schönes. Okay, die haben wir alle besiegt. Guppy ist halt übel geil dadurch, dass wir noch Hive Mind haben. Unsere Fliegen dadurch stärker sind, ey. Das ist übel gut. Wuhu! Okay. Gehen wir hier unten lang. Hier ist nichts, wow. Bin ja begeistert. Auch kein blauer Stein oder so? Nee. Okay. Komm. Ich weiß nicht, ob ich Delirium packen werde. Ich glaube eher nicht. Weil der ist... Aua. Ja, wenn ich bei sowas schon sterbe, dann werde ich Delirium nicht packen. Der ist nämlich... Er ist wirklich anstrengend. Also Delirium ist... Wow. Der ist strong. Der ist echt strong. Hier könnte Delirium auch sein. Ach komm, wenn wir Delirium finden, wir können uns rausporten. Dann wissen wir jedenfalls, dass da Delirium ist und gehen da nicht rein. Delirium, hau ab. Okay, Leute. Da unten rechts ist Delirium. Ihr habt ihn gerade schon ein bisschen gesehen. Aber, ja. Noch nicht ganz. Ihr habt noch nicht gesehen, was er drauf hat, etc. Das nehme ich mit, komm. Guten Damage bekommen, bisschen Speeddown. Range dazu bekommen und Gears haben wir auch dazu bekommen. Das heißt, wir haben jetzt 5er Tier-Rate. Meine Nase kitzelt. Ich glaube, mir hängt ein Haar in meiner Nase. Ah. Oh. Eieiei. Ach, wir haben auch AP-Upgrade bekommen dadurch. Okay, schön. Das ist nett. Das ist sehr nett. Zack. Okay.
Hier ist kein Boss. Aua. Das ist doch mein Feuer. Scheiße. Das war nicht mein Feuer, Leute. Nur so nebenbei erwähnt. Falls ihr es wissen wolltet. So, hier. I'm drowsy. Oh, das ist super. Die Pille nehmen wir mit zu Delirium. Weil die Pille ja alles im Raum verlangsamt. Das, oh. Das ist herrlich. Bei Delirium ist es herrlich. Wenn der langsam ist, oh ja, bitte. Das ist super. Oh. Wenn die Nase kitzelt, Alter. Wenn ich dadurch gleich bei Delirium sterbe, dann flippe ich aus. Okay, bad guess. Nice. Pretty Fly. Das ist schön. Noch eine Pretty Fly, noch ein Orbelte, was uns vor Tränen schützt. Das ist super. Eigentlich brauche ich auch keine roten Kisten mehr, ne? Hier mit Temesis, okay. Burp. Ich glaube, ich nehme die leg die Left Hand mal ab. Vielleicht bekommen wir noch ein paar goldene Kisten mit einem Cricket's Head drin. Das wäre super. Das wäre richtig schön. Was haben wir hier? Bad Trip, auch dein Ernst. Das ist nicht cool. Ja, es ist eindeutig nicht cool. Wen haben wir hier? Hi. Earshot. Ja, doch, ist nett. Kann man machen. Was bekommen wir von hier, diesem lieben Gishi? Na? Holy Mantle. Oh ja, gerne. Das ist super. Oh ja, geil. Ist noch ein Boss, schön. Also eigentlich ist es ein Nachteil, nochmal alle Bosse zu machen, aber... Restock, wow, dein Ernst? Aber egal, ihr werdet sehen, warum. Meine Nase, ey. Boah. Das ist eklig. Das ist eklig. So, hier ist kein Boss mehr. Wow. Zack. Und blaue Herzchen, das ist schön. Hat sich gelohnt, diesen Raum zu machen. Gut, unten rechts war die Leere. Vielleicht finden wir noch einen Boss. Mit einem coolen Item. Den Magic Mushroom hatten wir im letzten Part, ne? Ich glaube schon. Okay, unser Laser macht mittlerweile auch ganz gut Damage. Glaube ich. Oder es waren die Fliegen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott. Aber ich glaube, es waren die Fliegen. Ich glaube, es waren die Fliegen. Oh Gott. Dein Ernst? Wir sind da langsam. As fuck. So. Wow. So ein paar Speed-Up-Pillen wären ganz geil. Wir haben 4er T-Rate. Okay. Cool. Das ist nett. Aber ich krieg ein ganzes Herz in Schaden hier, oder wie? Ich spreng hier einfach mal alles. Oh Gott, das war knapp. Okay. 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 Akzeptiere ich. Cool. Cool. Sehr cool. Ich mache jetzt noch die restlichen Räume. Vielleicht droppen wir noch ein paar blaue Herzchen oder so. Ich weiß es nicht. Zack, The Fool. Okay. Nochmal The Fool. Eine Pille. Bombs Aki. Ja, mache ich. Dann haben wir ein paar Bomben. Hier könnte noch irgendwie ein Boss gleich sein. Ein Boss. Wäre ganz cool. Wäre eigentlich echt ganz cool. Komm, ein Boss noch. Ein Boss. Gib mir noch einen Boss. Ja, unten kann keiner sein, aber hier könnte blaue Herzchen sein, ne? Aber hier ist kein Boss mehr, okay. Gut, Leute, dann haben wir alles gemacht. Geheimräume nicht gefunden, aber egal. Wir gehen jetzt... den lieben Delirium machen. Erstmal Sloan. Und ja, Delirium verwandelt sich in jeden Boss, den wir in diesem Run bekämpft haben. In jeden verdammten Boss, den wir in diesem Run bekämpft haben. Sogar Isaac und... ich glaube, Hush glaube ich sogar auch. Ich glaube, Hush auch. Aber dadurch, dass wir... oh Gott. Hallo, Rackman. Hallo, Tod. Hallo, Megafetti. Oh Gott. Lol, das gibt's auch noch, okay. Hallo, Krampus. Au, in sein Ernst, das war gemein, hat sich geportet. Oh Gott. Oh Gott.
Oh mein Gott. Wir haben zwar noch 9 Leben und so, aber... Komm schon, ich will ihn besiegen. Wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gemacht, oh Gott. Oh. Oh. Ein Herzchen hatten wir noch, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war Delirium. Wie gesagt, übelst anstrengender Boss. Wir konnten Glück haben, dass wir Guppy waren und Hive Mind hatten. Und Mom's Knife und oh. Okay, Moms Mom und, also, Isaacs Mom und Isaacs Vater haben sich gestritten und der Vater ist dann abgehauen, oder wie? Okay. Okay. Da geht entweder Isaac... Nee, das ist ein Vater, ne? Da geht Isaacs Vater, okay. Interesting. Interesting. Eden's Soul. Delirious has appeared in the basement. Delirious. Delirium. Delirious. Whatever. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut rein.